sitzen, das ist hier die Frage. Hi, hier ist Florian Friedrich und in der Tat werde ich häufig von meinen Schülern gefragt, was nun besser ist. Spielt man besser im Sitzen oder besser im Stehen? Beides ist natürlich okay. Und es kommt vor allem darauf an, dass man in beiden Spielpositionen eine gute Körperhaltung hat. Und dass man im Gleichgewicht ist. Das heißt, spielt man oder steht man den ganzen Tag im Proberaum und probt mit seiner Band, da kann man sich natürlich zu Hause prima hinsetzen und dann üben. Sitzt man allerdings den ganzen Tag zu Hause und übt, dann ist es sicherlich besser, um ab und zu aufzustehen und auch im Stehen zu spielen. Ihr seht, es kommt also auf eine gesunde Balance an, auf ein gesundes Gleichgewicht und was wir nicht wollen, ist eine einseitige Belastung. Sitzen, Stehen, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Fangen wir mal mit Sitzen an. Wenn wir sitzen, dann soll es einfach nicht so anstrengend sein und wir wollen, dass Schultern und Rückenmuskulatur sich entspannen. Ich hatte es im anderen Video auch schon mal erklärt, der Bass soll dann mit seinem Gewicht auf dem Bein liegen und nicht mehr auf den Schultern hängen. Der Gurt, der ist eigentlich hier lediglich noch zur Stabilisierung. Wichtig ist, worauf ihr sitzt. Wählt euren Stuhl so, dass er breit genug ist, dass ihr mit eurem Instrument bequem darauf sitzen könnt. Stühle mit Armlehnen zum Beispiel, die sind nicht so gut geeignet, denke ich, weil man passt sowieso nicht mit dem ganzen Instrument da drauf und um doch darauf sitzen zu können, rutscht man an die Vorderkante des Stuhls. Und dann sitzt man aber nur mit seinem Becken drauf. Was viel besser ist, ist, wenn auch die Oberschenkel auf der Sitzfläche sind. Das heißt nämlich, dass das Körpergewicht wesentlich besser verteilt ist und es auch wieder entspannend auf den Oberkörper wirkt. Die Höhe des Stuhls, die ist auch sehr wichtig. Sorgt dafür, dass der Stuhl ungefähr 90 oder dass die Höhe so ist, dass ihr einen 90-Grad-Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel bekommt. Also einen rechten Winkel in eurer Kniekehle sozusagen. Es gibt so ein paar Haltungsfehler oder Fehlhaltungen, die sich mit der Zeit einschleichen, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man sie nicht behebt oder sich ertappt, dass man es macht, dann und über einen längeren Zeitraum anhält, dann kann das wirklich zu ernsthaften Problemen führen. Der erste Fehler oder die erste Fehlhaltung ist eigentlich, dass man sich zu sehr über sein Instrument beugt. Man taucht sozusagen richtig in die Materie ein, die man übt und man will einen guten Überblick bekommen und will eigentlich mehr von vorne gucken. Das heißt, man beugt sich mit seinem ganzen Oberkörper über das Instrument und fängt so an zu üben. Was dann aber passiert, will ich euch mal eben im Profil zeigen. Die Schulter geht nach vorne und man bekommt einen richtigen Buckel. Das heißt, der ganze Oberkörper fällt eigentlich zusammen. Das ist überhaupt nicht nötig. Man kann eigentlich alles sehen, indem man einfach mit geradem Rücken ein bisschen den Kopf nur beugt. Dann hat man eigentlich eine prima Übersicht über sein Griffbrett. Ein guter Trick dabei ist, dass man sich vorstellt, man hätte eine Marionettenschnur am Kopf. Und dass, wenn man mal wieder in so einer Position ist, dass man dann denkt, oh, ich werde einfach nach oben gezogen. Das heißt, der Nacken wird länger, die Schultern gehen wieder ein bisschen zurück und man hat eine gute Körperhaltung vom Oberkörper. Der zweite Fehler oder die zweite Fehlhaltung, die geht damit einher. Das heißt also, dass wenn man sich nach vorne beugt und die Schulter geht nach vorne, dann wird der Winkel zwischen Unterarm und Oberarm kleiner. Das heißt also, man knickt auch sein Handgelenk mehr ab. Ihr seht es, wenn ich das nicht mache, dann wird der Winkel größer, ich habe mehr Bewegungsfreiheit und ich kann mein Handgelenk wieder gerade machen und den Arm so haben, dass ich normal spielen kann. Das war Nummer 2. Nummer 3 macht man natürlich auch sehr gerne, das übergeschlagene Bein. Nun ist das für manche sehr bequem, es hat aber einen großen Nachteil, weil die Hüfte jetzt nicht mehr im Gleichgewicht ist. Hüfte und Wirbelsäule sind einfach jetzt krumm und man sitzt so und übt und es wird über kurz oder lang zu Rückenschäden kommen. Besser ist es, wenn ihr einfach beide Beine auf der Erde habt, gerade sitzt, eine gute Haltung habt für eure Hände und für euren Rücken und einfach den Kopf ein bisschen nach vorne nehmt und dann könnt ihr prima alles sehen und alles spielen, was ihr wollt. Ein guter Trick eigentlich für diese ganzen Haltungssachen ist, dass ihr euch in eurer Übungsumgebung einfach einen Spiegel hinhängt oder etwas habt, worin ihr euch spiegeln könnt. Vielleicht einen Bilderrahmen oder auch ein Fenster, wenn es draußen dunkel ist und drinnen hell, dann kann man sich darin auch gut sehen. Und dass man da einfach mal ab und zu reinguckt und denkt, oh, ich sitze schon wieder schief und man rückt sich eben einfach ein bisschen wieder zurecht und hat eine gute Spielhaltung. Der große Vorteil beim Stehen ist, dass man sich einfach viel mehr bewegt. Wenn man auf dem Stuhl sitzt, dann ist man natürlich an einer Stelle und das Einzige, was sich mitbewegen kann, ist das Bein oder der Fuß im Takt der Musik. Wenn man steht, dann kann man mit dem ganzen Körper mitgrooven. Beine, Schultern, Hüfte, der ganze Rumpf ist eigentlich davon betroffen. Das ist natürlich viel gesünder, als einfach nur an einer Stelle zu sitzen.
Der Nachteil ist, dass man wieder das Gewicht des Basses auf seinen Schultern trägt. Und das kann mit der Zeit auch ziemlich anstrengend sein. Versucht also ein gesundes Mittelmaß zu finden zwischen Sitzen und dem Stehenspielen. Und wenn ihr sitzt, achtet ab und zu auf eure Haltung. Und wenn ihr merkt, dass ihr wieder zusammengesackt seid, holt euch da wieder raus und sitzt gerade. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Hinterlasst eure Kommentare und eure Fragen, falls ihr welche habt. Ich melde mich gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.